Machine Learning Algorithmus ist der K-Nearest Neighbor, der KNN Algorithmus. Steht diesem Fall nicht für künstliche neuronale Netze, sondern für Nearest Neighbor, wird verwendet für Ähnlichkeitssuche beispielsweise. Und wie der funktioniert, schauen wir uns in diesem Video an. Wir alle kennen das Thema: Kunden, die das gekauft haben, kauften auch das. Oder wenn du diesen Film gesehen hast, interessiert dich vielleicht auch jener Film. Und das sind so die Recommendation Engines sozusagen, wo es immer um Ähnlichkeiten geht. Das ist eine Variante, wo der K-Nearest Neighbor gerne eingesetzt wird. Basierend wieder auf Feature-Vektoren in n-dimensionalen Raum, dazu gibt es ja schon ein Video. Und jetzt schauen wir uns an, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und zwar, wir haben Daten. Und in dem Fall mal geclustert in den Cluster A und B. Das heißt, die Cluster sind im Allgemeinen schon gegeben. Und jetzt kommt ein neuer Punkt dazu. Also wir würden das mal clustern, wie auch immer wir das clustern, zum Beispiel mit einem K-Means-Algorithmus oder anderes. Wenn wir diese Cluster schon haben und es kommt ein neuer Punkt dazu, dann ist die Frage, gehört dazu Cluster A oder Cluster B? Und in unserem Beispiel jetzt nehmen wir mal an, K ist 3. Das heißt, K ist die Anzahl der Nachbarn, die wir uns ansehen. Und durch die Anzahl der Nachbarn, die wir uns ansehen, wird entschieden, als Mehrheitsentscheid, so demokratisch sozusagen, zu welchem Punkt dieser neue Punkt dazugehört. Also die Aufgabe im Algorithmus ist mal, finde die K nächsten Nachbarn. Also in diesem Fall die 3 Nachbarn, die wir hier haben. Und die 3 nächsten Nachbarn, das wären die hier. Und was wir sehen, der Großteil dieser Nachbarn gehört zum Cluster B und damit wird auch dieser Punkt zu P zugeordnet. Ja, der Algorithmus ist sehr einfach. Der kleine Nachteil ist die Laufzeit. Wir müssen eigentlich die Abstände zu allen anderen Nachbarn finden. Ein Sonderfall, den es hier gibt, ist, wenn K gleich 1 ist, dann werden nämlich ganze Regionen aufgespannt. Und das heißt, die Linien, die man hier eingezeichnet sieht, das sind sozusagen die Teilungslinien. Alles, was sozusagen beispielsweise über diese Linie ist, aber auch rechts von dieser Linie ist, kommt automatisch in diese Klasse herein, in diese Kategorie. Wenn wir hier sozusagen uns befinden in dieser Region, dann kommt das automatisch in die Klasse von diesen Cluster. Der Vorteil des Algorithmus ist, dass er außerdem, dass man K mal festlegt, wie viele Nachbarn sehen wir uns an, keine weiteren Infos brauchen. Eine weitere Sache ist, wir können natürlich nicht nur K gleich 3 nehmen, sondern K gleich 4, 5 oder sowas. Klassischerweise eine ungerade Zahl, damit wir auch demokratisch entsprechend entscheiden können. Und dann ja, sieht das Ergebnis des Clusterings möglicherweise auch anders aus. Naja, so einfach geht der Algorithmus. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Was man auch machen kann mit den Algorithmen, noch als kleinen Nachtrag, ich kann eigentlich auch Regression machen, also einen Wert vorhersagen. Wenn ich nicht nur einen Cluster zuweisen will, sondern einen Wert vorhersagen, dann muss ich der neue Punkt, der noch keinen Wert hat, sozusagen einen Wert generieren. Und in diesem Fall würde eben dieser Punkt den Wert generieren, der der Durchschnittswert dieser K-Nachbarn ist. Also in dem Fall den Wert von diesem Punkt, von diesem Punkt, von diesem Punkt und dann durch 3 dividiert, weil es eben 3 Nachbarn sind. Und das wäre dann sozusagen der neue Wert, den wir haben für diesen neuen Punkt. Damit kann ich, wie gesagt, auch Regression machen. Dadurch kann ich natürlich auch Sachen machen, wie zum Beispiel eine Reihung festlegen, wenn es zum Beispiel geht um die Priorität. Ja, Kunden kaufen nicht nur das, sondern was zeige ich als erstes an, als zweites an, als drittes an. Dann wäre das auch so eine Option, die man hier verwenden kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.